So. Gut. Oh, jetzt kann ich aber mit dem Bankautomaten. Der ist ein bisschen. Wir müssen. Auch gegenüber, genau. Ich glaube gegen. Ah ja, genau. Ja, irgendwo hier. Denn Mullah, Ihre Geheimnis müssen Sie mir irgendwann nochmal verraten, ne? Basti, bitte. Wie sieht das aus, wenn den ganzen Tag nach diesem, bei dieser ganzen stressigen Arbeit so vital zu sein, ne? Das ist der schnelle Gang, ha? In das Bewegung ist wirklich bleiben, schneller ha? Gang. Oberkörper steif, Arme bewegen, ha? Und links und links und links, ha? So Gott, Sie sind halt wirklich, ich muss leicht joggen ist, schon. Ja, passen Sie auf, dass Sie keine Burnout bekommen, ne? Ich habe einen 4-Stunden-Tag, ha? Das geht schon, ne? Und da drüben ist ein Geldautomat? Andere in Acht machen, ha? Ja gut, aber wenn Sie ihn verdammt schnell. Sie sind wirklich flott. Ja, das ist schon okay. Aber der wenn Sie 4 Stunden machen, die Arbeit von 10 Stunden, dann ist auch so. Ja, so ein bisschen, ne? Der Kenis hat sich ja schon angepasst für die Stromwaden, ne? Ansonsten passt es ja bei ihm. Ich weiß gar nicht, ob ich will überhaupt in die Nähe sein von den Gebäuden, ne? Nicht, dass das Sie haben das haben wir da Lehrerin, die Arschlöcher, ha? Da hat der Herr Kenis hat ihn aus den roten Zahlen geholfen, jetzt wollten sie ja Büro reinmachen, da haben wir direkt abgezogen. Ja, jetzt schaut, was da drin ist, ha? Ein Regal haben sie reingestellt. Naja, Gott. Oh no. Wo war denn jetzt der Bankautomat? Ich glaube, der war hier um die Ecke, war der. Ich habe nicht der leise keine. Ich weiß, dass unter uns ein Bankautomat ist. Ja, aber hier an der Seite auch, meine ich. Ja? Ja, genau, da ist einer. Ah, ja, sogar. Oh mein Gott. Sehr gut. Ich kann ihn auch mal einen in die Lobby stellen, aber ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist bei Ihnen. Wir machen Transaktionen, das brauchen wir aber nicht. Ja, wunderbar. Warten Sie mal, ich gehe direkt hier dran, dann können wir das direkt hier vor Ort machen. Ja. Okay. Warten Sie mal. So, was machen wir denn hier überweisen? Ja, ich höre. Der Mann sieht gut aus. Das ist 856. 856? 415. 415, ja. Genau. So. Oh. Wie nenne ich das denn? Das ist Schwarzwasser Cloud am besten. Und man hat SW Cloud. Freiheit, ja? Okay, wunderbar. Moment. Das ist einfach, dann weiß man das auch zuzuordnen in der Buchhaltung. Großartig, absolut großartig. Vielleicht muss ich mir für unsere Mitarbeiter auch zulegen, sowas. Aber warten Sie mal. Was ist denn los? Aber dann kann man nicht in den Trockner packen, ne? Ja, sie. Ja. Sie, verstehen. Ja, sie. Warten Sie mal, ich muss jetzt mal Geld einzahlen. Könnte man einfach Geld anschreiben, dass auch die Lobby eingeliefert. Vielleicht kann er die kolumbianische Seide liefern. Ne? Ja, das wäre natürlich was weiteres. Herr Kanis muss gerade noch Bargeld einzahlen. Ja, der hat ja immer da an den Seitentaschen, an der Buchs hat er immer ein Bündel dabei. Ja. Ja, das ist eine Cargohose, das ist praktisch. Mit den ganzen Taschen. Ich weiß das auch zu schätzen mit diesen Hosen, seitdem ich diese Antistatik-Sachen trage. Ansonsten immer Karte. Ja. Karte ist immer das Beste. Ha? Ansonsten, ich kann auch empfehlen, ich meine, ich arbeite seit über 14 Jahren als ITler. Das sind antistatische Business-Klamotten, die ich anhabe persönlich. Ah, tatsächlich? Ja, ich bin halt den ganzen Tag an die Computer dran. Ne? Richtig, richtig. Mhm. Gerade ja, die Sohle sehen aus wie normale Lachssohle, aber sind antistatisch. Ja? Das heißt, da ist kein Gummi, nichts dran, ja? So, Gummi schon, aber ja, Mensch, müssen wir leider nochmal die Kontonummer geben. Ja, ich muss das gleich nochmal machen. Das ist die 856. Was ist hier bloß los? Moment, warten Sie mal. Ich schreibe es mir so. Ja, mal. Und ich dachte, das ist eine Kolumbias-Kriminalität. 856? 856, ja. 415. Ja, Katastrophe. 415, okay. Überweise ich in den nächsten 5 Minuten. Kein Problem, das hättest du überhaupt nicht. Herr Kennis, dann freut mich das sehr, dass Sie überzeugt sind. Wir stellen Ihnen das Angebot gesagt, zu, die Rechnung dazu. Das passt schon, denke ich. Und wir setzen uns das dann um und wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich immer gerne. Wunderbar. Ich bedanke mich, Herr Lersch. Gut. Dankeschön. Danke für Ihre Sie Zeit. Fahren Sie jetzt mir hinterher oder okay, wie was oder warum? Nee, wir fahren mit Ihnen mit. Sie haben noch ein Auto, oder? Am besten fahren wir bei Ihnen. Haben einen Käfer. Das ist ja kein Problem. Einer müsste sich quasi hinten auf die Stoßstange stellen. Das ist ein Zweisitzer. Was ist ein Zweisitzer? Ja, selbstverständlich. Kommen Sie auf, Herr Müller. Fahren Sie mit meinem Wagen und ich nehme den Käfer. Ja, machen wir das doch. Ist besser, wir fahren nicht mit Käfer. Ich habe da so ein schwieriges Verhältnis zu Insekten, ne? Ja, oh, genau, stimmt, der boxt da immer. Oh, der Mann ist so schnell. Ich komme nicht hinterher. Der ist wirklich immer getrieben. Was ist denn hier los? Wurde schon wieder jemand abgestochen oder was? Das ist unten am Stadtpark, ist wahrscheinlich, ja. Es kotzt mich an mittlerweile, ha. Meine Güte, ey. Warten Sie! Verdammte Scheiße. Wirklich? Und dann noch einen Stahlkappenschuh? Ich kann nicht mehr. Ja, ja.
Eine Güte. Sehr gut, genau. Leichter Gang, wunderbar. Gut, da fahren wir mal. Dann nehme ich den Wagen, Kenneth. Ja, wo sind Sie denn? Ich komme auch zum Flughafen. Ich habe da noch einen Termin. Wunderbar. Oh, geschmackvolle Felgen. Dezent. So. Schön. Damit finden Sie sicherlich aber schweren Parkplatz. Ja? Rein. Um Gottes Willen, mein armes Schmuckstück da vorne. Das arme Schmickschmuck. Um Gottes Willen, sieht das denn aus? Ich glaube es nicht. Ne? Bitte. So, da wollen wir jetzt einmal. Das ist ein Ungetüm hier. Gottes Willen. Fahren Sie ruhig in der Mitte. Nehmen Sie sich den Platz, den Sie brauchen. Nehmen Sie sich den Platz. Ganze klingelt das Telefon, das kotzt mich aber an. Ja, mit dem Wagen nimmt man quasi drei Parkplätze ein. Ne? Das freut alle anderen. Ne? Gott, das ist auch ganz schön, Amerika, ganz schön Geschwindigkeit auch. Ja, absolut, Gott. Absolut. Ja, das wissen die schon, ne? Da haben sie das immer schnell unterwegs. Ja. Ne? Ist okay. Gott. Wo war das denn? Hier war das ja genau. Der liegt aber auf der Straße, ist ja unglaublich. Ja, mit den Felgen keine Frage, ja? Ja, das ist wie ein Brett auf der Straße, ist ja unglaublich. Herrlich, herrlich, warten Sie jetzt mal. Den Rollen sind ja wunderbar, um Gottes Willen, machen wir ein bisschen langsamer wieder. So. Herrlich, herrlich. Sehr gut. Der hat keine Airbags auf der Beifahrerseite, oder? Ah Gott! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Geht es Ihnen gut? Er ist ohnmächtig. Er ist ohnmächtig. Herr Müller ist kurz ohnmächtig geworden. Er ist ohnmächtig. Ja, okay. Ja, das ist die Geschwindigkeit gewesen. Ihr Fahrzeug ist zu stark. Ist heftig, ne? Ja, ich habe gesagt, er soll nicht so eilig sein, ne? Ja, da ist er ja wieder. Herr Müller, alles klar bei Ihnen? Für Kranke rufen, hatten Sie einen Schlaganfall? Nee, alles in Ordnung. Ha? Ich habe mir da vorne gerade mal, ich habe da so eine Ecke gesehen am Bordstein. Oh ja, ich habe die gespürt auch. Ja, richtig. Haben Sie sich direkt zugekittet, ne? Oh Gott. Warten Sie mal hier, ja. Ja, steigen Sie mal ein. Gottes Willen. Na, perfekt. Hey, das kann ich ja nicht haben, wenn die Straße hier so, wissen Sie, da muss ich direkt ran, da muss ich direkt ein Foto machen. Ne? Mhm. Direkt mit Haftkleber ein bisschen Asphalt rein. Ja, selbstverständlich. Mhm. Wissen Sie, wie lange mein SC-Hilfekurs ist her? Nein, gut, ich habe den Wagen ja nur kurz weiterrollen lassen, ne? Alles in Ordnung. Ja, ganz ohne Fahrer überhaupt nicht bedenklich. Wunderbar. Ach, da sind sie Schmuckstücke ja schon, ha? Da, ui. Wunderbar. Oh mein Gott, are you fucking kidding me? Was für Schmuckschmicks? Ja, Schmuckschmicks, genau. Da müssen sie mal gucken, ob die müssten eigentlich schon auf die Firma angemeldet sein. Ja, wunderbar, sehen sie. Kennzeichen passt auch. Ja, genau. Ich glaube sogar, die haben, weiß ich nicht, schon eine Fulltune. Da müssen sie nicht mehr machen, ha? Ja. Lackierung müssen wir noch machen? Lackierung kann ich Ihnen nicht empfehlen, weil das ist ja quasi eine Folie mit dem Schriftzug drauf. Ne? Das heißt, es muss so bleiben. Ha? Ist aber auch okay. Ja. Ist aber okay. Boah, genau. Die sind sexy, hä? Wunderschön. Ja, das ist doch so, das passt. Guck dir an, wer mich anguckt. Oh, ich mache jetzt deinen Server ein. Warte, da müssen sie tatsächlich, jetzt bringst du mich zum Lachen, Herr Rehrer, ne? Das ist, die müssen sie tatsächlich bändigen. Ne? Das ist, die haben ordentlich saftige Kisten. Ne? Das unterschätzt man. Ne? In Deutschland haben wir da auch Sprinter, ne? Also kann man ähnlich. Ne? Mhm. Das ist vergleichbar damit. Ne? Mhm. Was für Kofferraumvolumen haben die, wie viele? Oh, das Liter? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, das weiß ich nicht. Müssen schauen, wie viel sie da reinkriegen. Ne? Ja. Kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen. Wahnsinn. Aber gut, das sind die Wagen. Ne? Herr Müller, wirklich absolut wundervoll. Ja, wunderbar. Wahnsinn. Dann viel Erfolg damit. Ne? Ja. Fahren Sie bitte vorsichtig. Ja, mach ich. Wiederschauen. Bleiben Sie gesund, Herr Müller. Ja. Ich muss mich kurz hinsetzen. Ich muss mich einfach kurz hinsetzen. Der erste Großkunde. Ich hatte die Eingebung. Haben Sie es mitgekriegt? Ja, sie war großartig, wirklich. Sehr gut gelöst, sehr gut. Haben Sie mitgekriegt? Weil ich sitze auf meine Ohren mit meinen Arschbacken oder was? Ich bin doch nicht blöd, hä? Wir werden jetzt erstmal die Fahrzeuge rüberfahren, dann werden wir uns unsere IT-Sachen schnappen
Und dann werden wir die Eckpunkte unserer Serverinfrastruktur aufbauen. Und das werden wir alles an den Punkten machen, den wir schon besprochen haben und der weiteren mehr. Ja, sieh, wir müssen einen Spinnennetz überlegen, ne? Ja. Aber das ist nicht das Erste, was wir machen. Folgen Sie mir. Kommen Sie kurz zu mir nach Hause. Zu nach Hause? Da müssen wir mit beiden Autos jetzt fahren, ne? Sie, kommen Sie. Cool ist das, Mann. Das heißt, wir müssen jetzt gar nicht diese ganzen einzelnen Unternehmen ansprechen, weil die ganze Zeit nicht da sind, sondern wir können einfach auf die Leute zugehen und denen sagen, hier, wir machen das einfach so. Oh Gott, Alter. Das ist halt richtig geil. Geil. Wissen Sie, in Kolumbia, kommen Sie rein. Ah. Ja, willkommen bei mir zu Hause. Ist ein bisschen unordentlich, aber ich habe auch letzte viel Arbeit gehabt. Ja, ist kein Problem. Kommen Sie kurz. Einmal kurz in den Garten. Wissen Sie, in Kolumbien, wir sagen, man schließt keine Geschäfte ab, ohne mit Alkohol zu begießen. Eine kleine Gläschen muss drin sein. Ja, okay.
Ansonsten bringt Unglück. Folgen Sie mir. Ich habe einen vorzüglichen Ausblick. Und solche Kunden brauchen wir mehr, hä? Die bereit sind, 50.000 Dollar mehr zu bezahlen. Hier ist ein bisschen tricky, die Tür klemmt, deshalb müssen wir uns hier unten lang smuggeln hier, hä? Ja, ist ja kein Problem. Boah, das Gestrüpp. Mensch. Schön haben sie es hier. Ja, ich konnte dem Ausblick auch nicht widerstehen. Man kann die ganze Stadt sehen. Ne? So, darf ich Ihnen ein Gläschen einzinken? Natürlich. Bitte schön. General Lenz, auf einen erfolgreichen ersten dicken Vertrag aufs Los und auf noch viele weitere. Ich möchte mit Ihnen anstoßen. Auf Schwarzwasser. Auf Schwarzwasser. Prost. Ich habe ihn vermisst. Ein Stück Heimat. Dieser liebliche Geschmack. Oh. Köstlich. Ist das nicht das Blut der Götter, hä? Das ist aber nicht lieblich. Das ist irgendwie dazwischen, zwischen halbtrocken und lieblich. Ja, das ist eine ganz besondere. Das liegt an die Sonne bei uns in Kuba. Und an dem Kokain. No. Vermutlich, ja. Großartig, wirklich großartig. Jetzt müssen wir die PD. Morgen haben wir Termin mit Vision News. Ich würde mal sagen, läuft die seitige Sekte, ja? Ja. Ich bin noch ein bisschen überwältigt von dem schnellen Abschluss gerade. Weil wir da nicht drauf vorbereitet waren gerade. Wie meinen Sie das? Naja, das ging alles so schnell gerade. Ja, sie. Aber ich hatte ja mit dem Herrn Müller, der weiß ja ungefähr, was wir bestellt haben. Ich habe damals, als ich mit ihm gesprochen habe und den Serverraum geplant habe und sowas, ihm die Pläne rübergeschickt, habe ich ihm auch gesagt, welche Modelle. Er wollte immer so zwischendurch immer so ein bisschen wissen und sowas. Der war schon einigermaßen vorbereitet. Ja? Canis hieß der, Canis. Ray Canis. Ganz schöner Angeber, dass er schreibt auf diesen Lieferwagen, da so fett seinen Namen drauf. Ja. Ne? Aber ich glaube, das ist ihm egal. Ja, so sind die Amerikaner. Ja. Hauptsache, überall steht überall dick der Name drauf. Ja. Okay, sieh. Die Lieferwagen sind zwei Sitzer, das müssen wir auf jeden Fall mitbedenken. Ja, das heißt immer nur in zweier Teams. Beziehungsweise, wenn wir mehrere Personen brauchen, startet ja nicht, wenn wir fahren mit den Säften hinterher. Ja? Mhm. Großartig. Ich muss auf jeden Fall noch ausarbeiten, das Quartalsangebot für das LSPD. Ja, wir brauchen jetzt eigentlich drei Dinge. Das Quartalsangebot für die LSPD, das jährliche Angebot für die Stadt und die Rechnung für die Stadt. Die lasse ich aber von Herrn. Obwohl, nee, den machen sie auch gleich fertig. Und dann. Ja, ich würde im gleichen Design machen. Aber da mache ich das Angebot direkt auf 300.000 Dollar. Ja, genau. Damit das abrechnet, ist in den Büchern anständig. Sie. Großartig. Also besser hätte ich den Tag nicht gedacht. Ich dachte, heute wird langweilig, hä? Wahnsinn. Okay, lass uns kurz überlegen. Wir brauchen wirklich diese wichtigen Punkte. Wir sollten noch gucken, ob wir in der Nähe von Mirror Park und in der Nähe von Mall Punkte finden. Genau, in der Mall selbst, so wie wir es gedacht haben, weil wir damit auch die Southside und sowas abdecken. Wie? Im Hafen, weil wir damit den Hafen komplett abdecken. Wie? Und dann sukzessive am Polizeidepartement, Stadtpark. Zu dem Polizeidepartement nicht, weil wir ja da einen Auftrag haben. Stadtpark aber in der Nähe. Ja, sie, wir müssen halt auf jeden Fall achten, dass wir finden Gebäude, wo man kann die unterbringen. Ne? Ja. Die sollten jetzt nicht einfach draußen rumstehen. Ja, ja. Dann würde ich mich sagen, fahren wir in die Firma, schmeiße ich mich auch in die antistatische Klamotte. Ne? Ja. Wahnsinn.
Na dann. Ich bin begeistert, ja. Ich bin absolut begeistert. Das hätte nicht besser laufen können. Das hätte einfach nicht besser laufen können. Können wir das eigentlich, das andere Geschäft eigentlich schon wieder vergessen, ne? Wenn so weiter gut läuft. Ja, das stimmt. Alter, das wird ja diese Nervennahrung, die klappt mir auch immer meine Regenbogenhaut weg, ja? Die ist wirklich energetisch, ja? Die. Haben Sie da noch ein bisschen Reserve betrieben? Bezüglich was? Was für eine Zutat man könnte noch reintun in das, wegen dieser Ernährung? Nee, leider nicht. Wir haben jetzt halt geriebenes Fladenbrot, war jetzt die Idee, ne? Ja gut, das war meine Idee, aber ich glaube auch nicht die beste, hm. Wir fahren jetzt erstmal zurück zur Firma und parken einen ein, weil das ja das Firmenfahrzeuge sind und dann fahren wir mit einem, dann ziehen wir uns um und dann fahren wir mit einem weiter. Mm, si, okay, machen wir so. Oh. Fantastisch. Es ist einfach krass. Ich darf das mit Kovacic nicht vergessen, der ist auch noch da. Ich habe gerade noch einen Termin bei Herr Kovacic. Hey. Das heißt, ich fahre jetzt mit meinem Privatauto zur Polizei und sie ziehen sich um und kommen einfach hinterher und holen mich da ab. Dann können wir direkt weiterfahren von da. Okay, wie lange geht die Termin ungefähr? Ja, das dauert 10 Minuten. Ich muss nur ein Reporting machen bezüglich der Situation rund ums Krankenhaus gestern. Ah, sie, okay. Okay, ich hole sie gleich ab. Bis gleich. Thank you.
Oh mein Gott. Hallo. Und? Leitstelle Ende. Streife 7 für die Leitstelle. Ich kann Ihnen helfen. Ah ja, ich habe einen Termin bei Herr Kovacic. Termin bei Herrn Kovacic? Genau, ja. Manfred Lentsch, mein Name. Lentsch. Von Schwarzwasser? Genau. Ach, perfekt. Gut, dann nehmen Sie kurz Platz. Ja, ja, ich warte. Der kommt gleich. In der Gegend sind anscheinend zu viele Spieler, darum sind die Haare am Durchbacken. Das passiert. Ah, Manfred, hallo. Ah, ich grüße dich, hallo. Entschuldige den Aufzug, ich bin gerade noch in antistatischer Kleidung wegen unserer Serverräume. Ja, ich wollte gerade fragen. Ja, das passiert. Sehr ungewohnt, dich in der Kluft zu sehen. Ja, ja, wir müssen noch gleich weiter. Wir haben jetzt noch ein paar Termine, aber vorher wollte ich noch was mit dir besprechen. Können wir in dein Büro gehen? Ja, natürlich, bitte. Hallo. Abend. Die habe ich nicht kommen sehen. So. Darf ich dir ein Glas stilles Wasser anbieten? Nee, danke. Ich bin gerade schon, ich habe gerade sehr viel getrunken. Okay. Pass auf, Luca, folgendes. Wir hatten gestern einen Einsatz. Und dieser Einsatz, jetzt, ich erspare dir mal die Details. Allerdings ist bei dem Einsatz uns etwas aufgefallen und ich bei dem Bereich enden meine Kompetenzen zu 1000%, deswegen möchte ich das an jemanden weitergeben, der da ansetzen kann, ja? Mhm. Und folgendes, wir hatten gestern einen Einsatz im Rahmen einer Personenschutzaktion, die über das MDI sich ergossen hat. Das heißt, wir waren mit unserem VIP auch im MDI. Und in diesem Szenario hat sich eine fragwürdige Situation herausgestellt. Und zwar haben wir den Eindruck, dass der Chefarzt Jack Reed vom Medical Department von den Yakuza bezahlt wird, beziehungsweise mit denen zusammenarbeitet. Du meinst Dr. Red? Ich meine Dr. Red, genau. Ah, okay. Dieser Verdacht begründet sich auf folgende Situation. Wir sind um 21.50 Uhr am 17.02. Abgerückt mit unserem VIP vom Krankenhaus und der wurde dort behandelt. Ja. In diesem Szenario hat Herr Dr. Red 12 Personen der Yakuza in den Behandlungsraum, während wir gerade von gefahren sind, war er dabei, 12 Personen der Yakuza in den Behandlungsraum zu führen. Oh Gott, okay, ist was passiert? Es ist nichts vorgefallen, ansonsten würde das ja anders gemeldet werden, aber das ist der aktuelle Sachstand. Dafür gibt es auch Zeugen, die wir dann auch zuliefern können. Und ist ein bisschen schwierig gewesen. Meine Güte, okay. Ja gut, alles klar. Ja, da
also was jetzt genau da jetzt, also ob das jetzt tatsächlich so ist oder ob es ein dummer Zufall ist, das kann ich nicht ermitteln, weil wir keine Ermittlungsarbeit machen. Nichtsdestotrotz. Darf ich dich was fragen? Natürlich. Hatten die zufällig Taschen dabei? Habe ich keine Informationen zu, nein. Wir wissen nur, die Fahrzeuge schwarz, rote Unterbodenbeleuchtung. Wurde irgendwann ein Kennzeichen notiert oder niemanden erkannt, identifiziert durch Sichtung? Ja, den Anwalt von der Yakuza, Mr. Black. Ja. Herr Breithalt und die Leute von der Yakuza. 12 Personen, ich kann jetzt keine Namen nennen, wenn das, also soweit ist es jetzt halt nicht, das ist nur die Situation, die ich so benennen kann. Und wer war in dem Behandlungsraum dann noch mit drin? Ja, da endet halt der mögliche Austausch, weil dann würde ich Namen unseres Klienten weitergeben. Okay. Ich kann nur das sagen bezüglich dieses Vorfalls. Alles andere müsste ich nur preisgeben, wenn halt ein Vorfall der Körperverletzung oder ähnliches, was nicht stattgefunden hat. Wir haben ihn da rausgekriegt. Dann frage ich jetzt ganz polizeimännisch. Fand in diesem Raum eine Straftat statt? In welchem Raum? Hallo. In dem Behandlungsraum. Meines Wissens nicht, nein. Ach, Moment, da hat jemand einen Dauerfunk. Ich muss mal das Gerät ausschalten hier. So, jetzt habe ich Ruhe. Okay, deines Wissens nicht. Okay, das wäre natürlich... Waren noch mehr Mediziner vor Ort? Ja. Bekannt, wie die heißen? Naja, die Mediziner, die da arbeiten, kann ich Ihnen keine Namen sagen. Es geht halt hauptsächlich um den Vorfall, dass unser Klient hätte aufgrund einer Behandlung ausgeliefert werden können, einer kriminellen Organisation, die da in Absprache mit höheren medizinischen Personal einfach Informationen austauscht anscheinend. Ja, und das ist alles. Das MD hat mittlerweile ja auch eigene Security. Habe ich mitbekommen, ja. Mit denen kann man vielleicht reden. Aber ansonsten ist das der Vorfall diesbezüglich und da wollte ich mit dir sprechen. So seriös wirken die aber auch nicht auf mich, muss ich gestehen. Ja, das sind ehemalige Polizistenanwärter, ehemalige Marshals, sowas. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die ausgestattet sind, aber ich weiß, dass die jetzt eine haben. Okay. Alles klar, gut, dann weiß ich Bescheid. Das ist alles. Ja, ich muss dann gleich weiter. Ich brauche da auch keine Infos zu oder das ist irgendwas, das ist, mach das Beste draus, wenn du da irgendwas draus machen möchtest oder machen kannst. Und ich mache jetzt direkt wieder los. Vielen Dank, Manfred. Ja, gerne, Luca. Eieiei. Ich sagte eins, heute war ein sehr unangenehmer Tag bis jetzt. Sehr, sehr unangenehm. Oh Gott. Ja. Wie für mich gestern. Es ist immer ein bisschen schlecht, wenn man Kollegen heimschicken muss. Gut. Manfred. Wir telefonieren. Ja, als Gastgeber, du kennst mich, gibt es immer eine Kleinigkeit zu mitnehmen. Bitteschön. Ah, vielen Dank. Alles klar. Bis zum nächsten Mal, ja? Bis dann. Ciao. Tschüss. So, perfektes Timing. Ich habe die Jungs noch gesagt. Wollen Sie fahren oder soll ich fahren? Ich kann fahren, aber da müssen Sie das Auto eh mal aufmachen. Dann können Sie am Navi rumspielen und ein bisschen die Rastersituation ausloten. Bitte?
Ich übrigens doch vier Sitze. Doch, hinten? Ja, man kann sich hinten auf die Radkästen setzen. Hm, fantastisch. Okay. Wir haben auch eben mit Cooper einen Zollstock genommen. Mhm. Und den Kofferraum vermessen. Wir sollten ungefähr 3800 Netzteile reinbekommen. Hm, okay. Dann, ich fahre mal hier kurz rechts ran. Lass uns erstmal gucken, die Hotspots im Miro Park und Mall, dass wir da irgendwo was hinstellen. Genau, dann fahren wir erstmal zum Mall, würde ich sagen, das ist in der Nähe. Die. Okay. Ich kann mich um das Navi kümmern, wenn Sie möchten. Ach so, ja, genau. Ich habe jetzt schon eingestellt, aber fürs nächste Mal. Ach so, ich habe nochmal umgestellt. Ja, die Jungs waren begeistert. Ah, guck mal, das ist doch gar nicht so, oder? Ja. Ich hatte tatsächlich überlegt, wenn die Autos sind nicht in Einsatz, ob wir einen von den Jungs als Fahrzeugbeauftragten vielleicht, wie sagt man, wenn man zuweist? Beauftragt? Beauftragen, auf Fahrzeugbeauftragte Zuweisung, ja? Und ich hatte überlegt, ob man, ob wir die Fahrzeuge, diese Lieferwegen, jeden Tag immer eine da hinstellen, eine da, so im Stadtbild. Wissen Sie, was ich meine? So an Hotspots. Ja. Dass die sich so im Stadtbild etablieren. Ja, in der Nähe des Stadtparks und dann bei der Polizei. Ich weiß gar nicht, haben Sie die Möglichkeit, als Geschäftsführer die Wagen zu orten über die GPS-Sender? Uff, da muss ich gleich mal schauen, das weiß ich auch nicht aus dem Pfiff. Ja, weil in meinem Privatfahrzeug, ich habe mir extra so bestellt, so eine kleine GPS-Sender bei Wish. Ich war zuerst traurig, dass diese nicht blau, aber ich muss sagen, es ist wirklich, wirklich schön, ja. Ja. Ah, wir brauchen noch eine Sondergenehmigung, um auf diese schraffierte Fläche zu parken, ne? Ja. So. Ich glaube, wir müssen uns mal entspannen. Ja. Mal einen Helm aufsetzen, den habe ich hinten drin. Ich habe meinen noch mit hier vorne. Okay, na dann. Hallo. Guten Abend. So, wir haben ja ungefähre Lokalisation schon gehabt, ja? Ja, sie. In Orleans? Ja. Gehen Sie doch da vorne kurz in die öffentliche Toilette, machen Sie sich ein bisschen frisch, Sie sehen ein bisschen mitgenommen aus. Ah, oh, okay, ist klar. Bisschen viel los auf dem Server, oder was? Besser? Ja, Sie sahen ein bisschen mitgenommen aus. War der Termin so anstrengend bei Ihnen? Ja, kann sein, ja. Ja, Sie. Okay.
Auch viel los im PD. Ja? Ja, ja. Die Kriminalität hier, ja. So. Das ist die Frage, ja. Warten Sie mal kurz, ich gucke mal kurz wegen den Dosen. Hier welche reinsteckt. Das ist wirklich schwierig, ist ausverkauft. Ja, da wird es schon wieder kommen, ne? Das dauert halt, wenn man auf einer verfickten Insel wohnt. Naja, klar, muss alles zugeliefert werden. Si, si. Also ich würde es hier, ich würde vorschlagen, hier hinten zwischen den Paletten. So an der Wand ran, nicht wirklich einsichtig, wenn man hier durchkommt, aber hier zentral hinten dran. Dann wäre aber besser auf diese Seite. Ist hier denn noch ein Ausgang? Nee. Wo wäre es besser? Sagen Sie? Ich frage mich gerade, ob hier noch ein Ausgang ist. Also, ja, Sie, dieser hintere Ausgang, quasi in die Richtung. Okay, dann würde ich aber sagen. Ja, jetzt sehen Sie. Ja, dann setzen wir hier genau in die Mitte, zwischen den beiden Paletten. Genau hier. Tja, schreiben Sie das mal auf, damit Sie das in die Planung mit rein. Ja, ich notiere alles, ich notiere alles. Warten Sie. Also, das ist die Megamall. Ich werde für den Herrn Mulla werde ich eine. Soll ich an dem, also wenn Sie ein Foto machen mit Ihrer. Ja, sie. Dann würde ich mich hinstellen, da wo der Schrank sein soll. Sie, das ist eine sehr gute Idee. Okay. Perfekt. Da passt ganz gut, dass Sie sind so ein Schrank, hä? Ja. Okay, perfekt. Ja, ich glaube, das reicht. Habe ich Foto gemacht. Mhm. Okay. Okay, sehr gut. Ja, das passt sehr gut hier. Sehr gut. Na, dann können wir vorne wieder raus. Dann kann man ja auch jemanden da vorne hinstellen, der hat was im Blick. Man kann... Alles gut. Das ist perfekt. Wir müssen ein bisschen lauter sprechen. Ich habe gesagt, Sie haben sehr gut mitgedacht. Ja. Das öffnet uns halt alle Türen, ja. Das schränkt uns überhaupt nicht mehr ein. Ja, sieh, das ist perfekt. Ich ärgere mich, das kam nicht aus meinem Köpfchen. Ne? Normalerweise denke ich immer, ich bin der Typ, der das denkt. Bin hier. Mhm. Vielleicht können wir noch fragen, ob wir können hier irgendwie eine von die Werbefläche ersetzen gegen unsere. Ach so, ja, das wäre eine gute Idee. Wo war denn die? Die war aber auf nur der Rückseite. Hallo? Sí. Buenas tardes. Die war da hinten. Ja. Ja, die ist nicht sehr präsent. Am besten wäre die hier vorne. Ah, ja, genau. Das würde ja schon reichen, wenn er einfach nur das Wasser klaut auf diese... Machen Sie mal ein Bild davon, ich zeige mir den Finger drauf. Ja, sieh. Das würde erst mal reichen, wenn da einfach nur das Logo drauf kommt. Das Bild ist geil. Das ist einfach nur so im Hintergrund. Einfach nur, ja, sieh, das, ne, einfach nur das Logo drauf von uns. Dann schreiben Sie sich mit auf, dass das Bild bleiben soll, nur das Logo mit rein soll. Habe ich schon notiert. Ah, fantastisch. Gut. Okay, perfekt. Das sieht sehr gut aus. Ja.
Können Sie mal auf den Fahrer sitzen? Oh, ne, ich hab schon. Alles gut. Ich dachte, der Schlüssel, der ist noch so neu. So. Ja, der Schließmechanismus funktioniert ein bisschen anders als bei Deceptor. Die Fernbedienung hat eine andere Form. Mhm. So. Dann jetzt runter zum, oder hoch zum Mirror Park. Sie. Beeindruckt, wie modern diese Lieferwagen ist. Ja, schon, oder? Habe ich so lange nicht mehr gesehen. Bauen Sie nicht mit Eselskarren durch die Gegend. Machen Sie Navi? Sie. Ist gestellt. Meinen Sie, wir sollten die Scheiben tönen? Nö. Man soll ruhig sehen. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ganz schön flott, ne? Der kann ganz schön, ja. Vielleicht hole ich mir so einen privat. Ich denke, das wird so eine Reko-Operation. Sie kennen auch Elektroautos. Wie heißt denn die Möglichkeit, wenn die so einen kleinen Elektromotor haben und dann Energiegewinnung? Ja, das zurückführen. Ich weiß, was Sie meinen. Ich kann aber das nicht ausbrechen, ne? Rekuperationsverfahren, glaube ich, heißt das. Ja, irgendwie sowas. Ejakulationsverfahren oder irgendwie sowas. Ja. Ding. Das heißt, jedes Mal, wenn man bremst, lädt man so eine Art kleine Batterie auf? Und dann... Eine Hybrid quasi. Ja, so, ja. Ja, sie. Ah, wunderbar. Also besser kann ich laufen, ne? Das ist wirklich großartig. Ich sag Ihnen, wie das ist, Herr Lentes, ne? Lynch. Wenn, ich sage Ihnen, wie das ist, wenn mir damals in der Universität jemand erzählt hätte, mit meiner IT-Studium, dass sowas passiert, hätte ich auch nie gedacht, ne? Nee. Kann ich mir vorstellen. Alles irgendwie immer neu. Mein Vater war dagegen. Dass Sie IT studieren? Sie. Wieso? Der hat gesagt, oh, du kleine Pedero, Computer wird sie niemals durchsetzen, ne? Mhm. Mach was Ordentliches, hat er gesagt. Ja. Du kannst die Eselsfarm übernehmen, hat er gesagt. Ah, die Renneselfarm. Sie, ich habe gesagt, no, Papa. Ich will mit dem Computer machen. Er so, oh, du Kleine, hat er mir auf den Hinterkopf gepatzelt, eh? Hm. Und jetzt siehe da. Ich habe mit ihm gehabt eine Konferenz, habe ich ihm gesagt, guck mal hier. In was für eine Firma ich jetzt arbeite, guck mal die Gebäude. Da passt die halbe Viertel rein, ne? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, Computer wird sie nicht durchsetzen. Ich habe das schon immer gesagt, hat er gesagt. Mein Papa ist unbelehrbar, ich sag dir, siehst du, kriegst das in diesen alten Esel nicht mehr reingeprickelt, hä? Ja. Ach ja. Aber der Fest ist eine andere Generation, hä? Ja, glaube ich. Doch hier wird's schwieriger tatsächlich. Ja, hier müssen wir einen Ort finden. Es sei denn, wir nehmen wirklich das Café. Ja. Ich denke, wir werden am Café arbeiten. Ja, wobei wir müssen irgendwann wird. Das steht halt aktuell leer, ja. Ja, sieh, aber irgendwann wird wahrscheinlich jemand eine Pächter finden, ne? Stört das denn dahinter? Lass uns mal reingehen. Ja, wir müssten da aber nur mit der Stadtverwaltung quasi klären, dass auch wenn ein Pächter...